Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute ist mein Thema Zensur. Warum Zensur? Ich bin der Meinung, dass Jeff Bezos einen gigantischen Fehler begangen hat. Der ist nicht wieder gut zu machen. Nun gut, ich könnte sagen, das haben andere auch schon. Was meint er überhaupt? Fangen wir mal an bei dem, was Sie schon wissen. Nämlich, dass YouTube vor einiger Zeit damit begonnen hat, einzelne Videos zu löschen, das dann auszuweiten auf ganze Kanäle, zum Teil mit Hunderttausenden von Abonnenten, die dann einfach entfernt wurden. Und wo wir alle noch so zugeguckt haben und gesagt haben, na ja, also wenn das jetzt wirklich böse Menschen sind, die lauter Blödsinn behaupten und verkünden, dann muss man die natürlich zensieren. Ja, was ist es denn sonst, wenn ich die da entferne? Das passierte aber nicht auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar war. Weil ihnen wurde nie detailliert mitgeteilt, um was es denn überhaupt ging. Was war denn jetzt falsch? Was darf nicht gesagt werden? Warum darf es nicht gesagt werden? Also schon das Fragen stellen ist eigentlich verboten. Ne? Das merken Sie an der Diskussion, wenn jemand mal wieder als Verschwörungstheoretiker hingestellt wird. Ne? Ich denke, wer kein Verschwörungstheoretiker ist, ist doof, oder? Weil jeder kleine Wissenschaftler, der Fragen stellt, ist ja heute ein Verschwörungstheoretiker. Jeder Geisteswissenschaftler, der den Geisteszustand unserer Republik untersucht, ist ja Verschwörungstheoretiker. Also Daniel Ganser wird totgeschwiegen zum Beispiel. Daniele Ganser heißt er, glaube ich, Friedensforscher aus der Schweiz. Lohnt sich, seine Vorträge anzugucken. Hervorragend, ja. Oder gucken Sie sich Professor Hüter an, was der alles so erzählt. Ich weiß gar nicht, warum der nicht täglich im deutschen Fernsehen ist. Er sagt so viele tolle Sachen. Oder ja, warum ist Gunnar Kaiser noch nie im deutschen Fernsehen gewesen? Warum gibt es so viele intelligente Menschen hier im Land, die man gar nicht erwähnt, die man einfach totschweigt? Stattdessen drittklassige Unterhaltung. Alternativlose Politik. Aber zurück zu Jeff Bezos. Jeff Bezos, was hat er denn Schlimmes gemacht? Dazu muss man jetzt erstmal wissen, dass Amazon ja nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Welt inzwischen ist, eines der höchstkapitalisierten Unternehmen dieser Welt, das heißt, die Börsenbewertung ist enorm, sondern Amazon ist auch ein Betreiber eines gigantischen Cloud-Systems. Eine Plattform, auf die man sich einfach mal verlassen muss, dass sie läuft. Das ist genau der Grund, warum man sich solche Cloud-Plattformen aussucht als IT-Fachmann, wie ich einer bin, ja. Der jetzt einfach sagt, mein Kriterium für eine Plattform ist, dass sie durchläuft. 24/7, ne? Also rund um die Uhr, jeden Tag die Woche. Es muss einfach laufen, ja. Gibt's nicht. Also wenn da irgendwas hakt und stockt und hängt und so, das, ich habe jahrelang in einer Abteilung gearbeitet, da ging es um Telekommunikationsservices. Für die gilt genau das. Da ist eine spezielle Software erforderlich, dafür sind Redundanzen erforderlich, sie müssen Server in verschiedenen Städten aufstellen. Falls die eine Stadt mal überschwemmt wird oder dort, was weiß ich, ein Komet einschlägt, damit der andere noch weiterläuft. Das ist das Grundprinzip auch des Internets. Also diese Verteilung von Ressourcen auf verschiedene Gegenden dieser Erde, damit man eben problemlos, ununterbrochen weiterarbeiten kann. Wodurch könnte so etwas gestört werden? Zum Beispiel durch einen Blackout. Nun ja, also bei Amazon eigentlich nicht wirklich, weil wenn die das richtig gemacht haben, dann stehen die Server so weit entfernt voneinander, dass der eine Blackout den anderen Server gar nicht erreicht, weil der in einer Gegend steht, wo womöglich die Kraftwerke noch weiter laufen. Ja, so, also diese großen Netzwerke, die werden deshalb von ihren Kunden benutzt, bezahlt.
Und das, was diesen Preis rechtfertigt, den diese Services nehmen, ist Vertrauen. Vertrauen in die ununterbrochene Lieferung dieser zugesagten Leistung. Diese Server haben zu laufen, rund um die Uhr. Und jetzt kommt Jeff daher und sagt, diesen Alternativservice zu Twitter, auf den jetzt alle ausweichen, weil Twitter angefangen hat, Leute zu blockieren, zu zensieren, dumme Kommentare drunter zu schreiben, rauszuschmeißen, gar nichts mehr machen zu lassen. Diesen Alternativservice, Parler heißt er, den hat Amazon mal eben kurz vom Netz genommen. Warum konnten die das? Weil die Firma Parler Amazon quasi als Webhoster hatte. Oder auch noch hat, ich weiß es nicht, was da inzwischen passiert ist. Also wenn ich jetzt der Chef von Parler wäre, wäre natürlich klar, was ich dann tue. Möglichst schnell umziehen auf eine andere Plattform. Ja, jetzt ist halt die Frage, gibt es da überhaupt eine, die zu diesem ganzen Club von GAFAM nicht dazu gehört? Wer ist GAFAM? Mache ich noch ein extra Video drüber. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, diese Firmen, diese großen, die eben diese Cloud-Services anbieten. Das ist GAFAM. So, gibt es außerhalb von diesem Mega-Konglomerat, welches diese ganzen Cloud-Services anbietet, Anbieter, auf die man sich in irgendeiner Form verlassen kann? Vielleicht außerhalb der USA? Vielleicht hier in Deutschland? Könnte ja sein. Also, das ist ja auch ein Grund, warum wir im Schulbereich ständig darauf achten, dass die Services, die wir benutzen, vorzugsweise hier in Deutschland gehostet werden, weil wir darauf auch rechtlich noch irgendwie Zugriff haben. Weil das, was jetzt gerade passiert ist in den USA, entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Wie kann ein privates Unternehmen einfach den Service aussetzen für einen Kunden, der sich darauf verlässt, dass dieser Service 24 Stunden, 7 Tage die Woche läuft? Also, Jeff, Bezos, du alter Chef, du von Amazon, Knalltüte, du hast dich dumm angestellt, Jeff. Richtig dumm, ja? Das weißt du auch, Jeff. Aber nun gut, man wird ja wahrscheinlich die Berichterstattung über diesen Vorgang auch so gut wie es möglich ist deckeln. Man wird möglichst wenig darüber erzählen, was der da gemacht hat und wie das abgelaufen ist. Aber die Diskussion wird sich nicht verhindern lassen. Einerseits werden wir jetzt mehr diskutieren über Zensur. Was ist Zensur? Wann setzt Zensur ein? Wer ist berechtigt, diese Zensur auszuüben? Welche rechtlichen Grundlagen gibt es dafür? Darf ein privates Unternehmen das tun? Muss der Staat es tun? Muss der Staat eine eigene Einheit dafür schaffen? Das sind alles Dinge, die sind zurzeit nicht geklärt. Und ein breiter Jubel über so ein Abschalten solcher Server ist nicht angebracht. Überhaupt nicht. Das sind Leute, die noch nicht richtig nachgedacht haben, die jubeln jetzt. Weil das IT-Personal ist alarmiert, kann ich dazu nur sagen. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat davon, was da zu laufen hat und was wertvolle IT-Services sind, der sieht jetzt, dass Amazon seinem bestlaufendsten Geschäftsbereich, nämlich Amazon Web Services, keinen Gefallen getan hat. Die Kunden werden in Scharen davonlaufen. Warum? Weil kann ja sein, dass Parler jetzt wirklich so ein richtig böser Service war, der unbedingt entfernt werden muss. Also jeder, der genau hinguckt, der weiß natürlich, dass das nicht richtig ist, so etwas zu behaupten. Wenn es kann immer sein, dass Sie auf Ihrer Plattform irgendeinen dabei haben, der ein bisschen spinnt. Es war ein gigantischer Fehler, Jeff, dass Amazon Parler vom Netz genommen hat, weil damit ein Signal um die Welt gegangen ist, dass mit Amazon als Webhoster
nichts mehr anzufangen ist. Amazon Web Services kann sich warm anziehen, weil ein verantwortlicher IT-Manager für 24 Stunden, 7 Tage die Woche Services wird Amazon noch nicht mal mehr anfragen für ein Angebot. Jedenfalls würde ich das nicht tun. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Video. Wir werden sehen, wie es weitergeht.